Willkommen zum Silverglade Championat. Ja, ich habe das Pferd gewechselt und bin mit Seabiscuit hier. Und ja, Seabiscuit müsste jetzt auch die guten Hufeisen haben. Genau. Das Set, was er drauf hat, sollte sowieso championatsgeeignet sein. Also hat auf jeden Fall Geschwindigkeit 28. Das ist gut. Ja, schauen wir mal, was wir hier so veranstalten. Die Gruppe wird erstellt. Ja, Gruppe 1 mal wieder. viele Araber-Pintos, aber auch ein Andalusier, mit zwei sogar, ein Frieser. Ein Connemara. Ja gut, ein Araber ist auch da. Ich glaube, hatten wir den nicht letztes Mal schon mit dabei? Ja, aber viel Abwechslung gibt es ja offenbar nicht. So. Theoretisch müsste es gleich losgehen. Ja, 17 Sekunden. Und auf geht's. Jetzt hoffe ich, dass wir das ja schaffen. Da sind wir nicht gut angekommen. Habe ich hier gar keine Fahnen? Sind hier gar keine Fahnen mehr? Sehen wir nicht mehr, wo wir lang reiten können? Ah, ja, Ideallinie war das nicht. Hängen geblieben auch noch. Schön. Und so schnell verliert man ein paar Plätze. Jetzt hoffe ich nur, dass wir hier nicht stehen bleiben. Das kann nämlich auch mal gerne passieren. Dann, weil ich hier nichts sehe, weiß ich nicht, ob wir... Schaffen wir das hier hoch? Ja, aber mit ein bisschen Zeitabzug. Und einen Platz haben wir nochmal verloren. Ne, jetzt haben wir gerade wieder aufgeholt. Ja, theoretisch hätten wir links, weil der rechts ziemlich flott ist. So. Okay. Aber es geht. Bis jetzt zumindest. Nein, hängen geblieben. Schade. Mal lieber mal, bevor ich wieder ja, einen Checkpoint nicht mitnehme. Da hängen wir gleich einer. Ja, das war jetzt richtig schlecht. Unnötig. Aber kriegen wir es hin? Immerhin 10. Platz. Okay, nicht unter den besten 10, sondern 10. Aber besser als das Golden Hills Championat und das Fort Pinter Championat. Und ja, zwischenzeitlich muss ich sagen, vielleicht sollte ich mich auf ein Pferd mal festlegen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Gabriel, Kit und Cynthia. Oh Gott, den habe ich noch nie gesehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, wir sind Platz 10. Ich habe ein paar Mal... Ja, blöde Fehler gemacht. An sich so war aber recht gut. Ich muss mich wahrscheinlich nur erstmal wieder an ein Pferd gewöhnen. Wahrscheinlich war ich deswegen mit dem Finn-Pferd auch nicht so schlecht. Gut, wir hatten Platz 12, aber auch nur, weil ich Blödsinn gemacht habe. Und ich denke, wenn ich mich wieder mehr an ein Pferd gewöhne, so wie ich das früher mit meinem Quarterhorse hatte, mit der Dark Magic, dann sollte das auch eigentlich wieder besser laufen. Aber ich möchte ja trotzdem ein paar Pferde ausprobieren. Und ja, muss auch trotzdem wieder ein bisschen reinkommen. Gut,
Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, welches Championat als nächstes kommt und mit welchem Pferd. Ob ich es mit Seabiscuit nochmal versuche. Schauen wir mal. Und ja, oder es gibt neue Quests. Mal gucken. Also, bis dann. Tschüss.